So, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play. Seit einem halben Jahr warte ich jetzt, seit einem Vierteljahr warte ich da drauf. Für alle, die bisher immer zugeguckt haben, alle 400 Folgen gesehen haben, wird diese Folge wahrscheinlich langweilig werden. Denn ich werde einfach mal ein kleines Resümee rausbringen, was bisher alles passiert ist. Wir haben hier Standardtexturen, ich kam noch nicht dazu, mein Texture Pack an die neue Pre-Version oder vielmehr Beta-Version anzupassen. Und die 1.1 möchte ich hier nicht drauf benutzen. Ihr wisst wieso, ihr habt es wahrscheinlich gedownloadet, wegen dem Schneebiom, das hier sonst wäre. So. Ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Und zwar, ich wurde gebeten, jetzt eine Zusammenfassung zu bringen, weil verschiedene können jetzt nicht aus zeitlichen Gründen alle 400 Folgen gucken. Und es wäre doch mal nett, wenn ich mal, ja, eine schöne Zusammenfassung geben würde. Und das tue ich jetzt. Ich fasse gnadenlos alles zusammen. So. Hier war... Nee, hier unten, hier irgendwo. Hier war es ungefähr. Nein, wir waren weiter weg. Ja. Das ist noch eine 173-Welt hier. Hier sieht man unsere nicht fertige Pyramide, zu der ich gleich komme. So. Hier war es. Ungefähr hier. Hier war es, wo wir vor circa einem Jahr das Licht der Welt erblickten mit Minecraft 1.3.0 irgendwas. Wir machten uns auf eine Reise, ein Zuhause zu finden und gingen durch die fremde Wüste. Muss ich das jetzt eigentlich so theatralisch machen oder kann ich es auch ganz normal machen? Ach, ich glaube, ich bleibe erstmal beim Theatralischen. Wir fanden einen Berg vor uns, einen wilden Berg mit Klippen und in der Luft fliegenden Blöcken und... Ach, war der schön. Und wir hatten die Wahl, hier nach links oder rechts zu gehen. Nach links oder rechts und wir entschieden uns für links. Und dieser Weg sollte unsere weitere Zukunft bestimmen. Wir erklommen den Berg. Den Berg, also hier war auch noch alles... Ah! Ja, es könnte auch sein, dass wir die Treppe hier benutzt haben damals. Aua. Naja, wir kletterten jedenfalls den Berg hoch. Kletter, 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 kletter. So. Und verbrachten unsere erste Nacht neben unserem kleinen Häuschen. Das war das Ding hier. Das war unser Häuschen damals. Größer war es nicht. Dann ernteten wir Holz in der Umgebung. Und bauten ein Häuschen hier oben. Ein gemütliches Häuschen mit einem Lagerraum. Einem Brunnen. Hier stand damals noch das Bett. Wir gingen auf Reise in die Wüste, holten Sand und Bambus und Kürbisse. Dann fingen wir an mit Cobblestone diese Burg zu bauen. Errichteten uns ein richtiges Schlafzimmer. Legten uns im Untergrund eine Mine an. Oh, hier unser altes Schlafzimmer. Hey! Wo ist denn das Bild mit der Fliege und dem Kackehaufen hin? Das da immer hing. Das muss da, das müssen wir unbedingt wieder daran pappen. Das geht gar nicht. Wir können nicht ohne die Fliege und der Kackehaufen existieren. Und so errichteten wir uns eine große stattliche Burg, die wir eigentlich nie bewohnt haben. Weil sie viel zu groß und viel zu groß war. Wir holten Cobblestone und Tiere aus einer Mine. Hier. Wo Endermänner jetzt Blöcke reingelegt haben. Ich hasse diese Viecher. Und haben uns hier bis aufs Bedrock runtergegraben, um den ganzen Cobblestone für die Mine aufzutreiben. Für die Burg aufzutreiben. Also aus der Mine in die Burg. Hier haben früher Tiere gespawnt. Das war unsere Tierfarm. Das war noch bevor die Tiere aufgehört haben zu spawnen. Hier unser Kamin. Ja. Kurz darauf wurde uns langweilig und wir machten uns Gedanken darüber, was wir jetzt machen. Ich machte eine Umfrage und zwischen allen Sachen wurde das Langweiligste genommen, was ich im Angebot hatte, nämlich unsere Pyramide. Nur, wo sollten wir den ganzen Sandstein hernehmen, war damals noch die Frage. So liefen wir durchs endlose Tal, was nicht mehr ganz so endlos ist, da jetzt hier die Stadt mittendrin steht. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich peaceful. Ich meine auf jeden Fall,
dass es so ist. Ich habe hier gerade irgendwas leuchten sehen, das hat mich irritiert. Naja, weiter im Text. Wir liefen durch das endlose Tal, um die Stadt herum und machten uns auf den Weg zu einer entfernten Wüste. So, jetzt haben wir ungefähr schon, ja, ich sag mal, 2 Monate Let's Plays auf jeden Fall durch. So, die ersten 2 Staffeln. So, ich sag mal, 70 Folgen bestimmt. Naja. Und wir fanden irgendwann noch eine Wüste. Ein Hoch auf Peaceful. Den Tag-Nacht-Wechsel finde ich eigentlich mehr oder weniger störend auf Peaceful. Naja. Auf den Weg dorthin wurden wir von zahlreichen Kreaturen angegriffen. Ich glaube sogar, ich habe die Reise einmal nicht geschafft. So. Noch ein Stück. Und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Quatsch. Voll aufs Fressbrett. Ja, so sind wir damals auch gewandert. Und kamen schließlich in einer großen Wüste an, wo wir uns ein kleines Lager eingerichtet haben und anfingen Sand abzubauen. Ach ja, ich weiß noch die ganzen Nächte, wo das so gebackt hat mit dem Bett. Oh mein Gott. Das war doch so krank irgendwie. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, sicher könnt ihr euch noch dran erinnern. Ich weiß nicht, ich finde das Standard-Texture-Pack im Moment ziemlich gemütlich, muss ich sagen. So, hier unten ist unser Bett jetzt drunter. Hallo, Bett. Unsere Werkbank hier. Ja, irgendwann hatten wir genug Sandstein, meinte ich zumindest. Ich meinte, das wäre genug, um die Pyramide schon halb fertig zu bauen. Und dann gingen wir zurück in unsere heimische Wüste und fingen an, die Pyramide zu bauen. Das waren circa 50 Folgen Pyramidenbau. Das ist gar nicht weit. Einer meinte mal, das wäre weit, die Strecke bis hier hinzulegen. Aber das ist gar nicht weit. Mein Gott, wenn wir die Stadt ein bisschen in die Richtung erweitern, dann liegt die Sandmine bald schon in der Stadt drin. Ja, vielleicht so als kleiner Steinbruch am Rand der Stadt. Wäre das doch bestimmt eine tolle Sache. Aber noch haben wir gar keine Stadt. Wir befinden uns jetzt im August 2011. Es gibt noch keine Stadt. Es gibt hier nur ein freies Feld mit ein paar Bäumen. Damals noch nicht mal HD gerendert, sondern nur analog oder normal. Halt, was man früher so im Fernsehen geguckt hat, diese normale Auflösung. Naja. Jedenfalls machten wir uns auf den Weg, um eine Wüste zu finden. Oder vielmehr unsere Wüste wiederzufinden. Und wir fanden sie wieder, denn man kann sie auch nicht übersehen. Für das Bauen hatten wir natürlich auf Peaceful geschaltet, damit wir auch nachts dort bauen können, beziehungsweise ich habe nachts das Bett benutzt, um die Nacht zu überbrücken. Da es damals noch keine helle Auflösung gab, musste das so sein. Weiter ist unsere Pyramide nie gekommen und ich denke, den Rest hier werde ich auch einfach abreißen und was Schönes Neues rausbauen. Euch wurde dann irgendwann langweilig, die Abstimmung ist gekippt und die Pyramide wurde nie weitergebaut. Achso, ist ja gar keine Kiste. Und so liegt sie jetzt hier brach, mitten in der Wüste. Was mir gerade so einfällt, erinnert ihr euch noch an diesen Bogen hier? Also hinter den
komisch fliegenden Stein hier, den da, wo die Lava runterläuft. Für alle, die nicht wissen, wieso die Lava da runterläuft, möchte ich das gerne erklären. Hier. Dieses Gebilde hier war recht dunkel immer. Und es war direkt neben unserer Treppe. Zahlreiche Male bin ich von hier oben runtergekommen, um Holz zu farmen. Also so. Lalala, lalala, Holz, 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 ja, ja, ja. Oder Wasser, 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 da unten war irgendwo eine Wasserquelle. Und von hier, weil es dunkel war, kam sie an. Da, 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 so. Kam sie an, sie schlichen und dann... Tsch, puff. Ja, hier sieht man es noch. Hier hat es mich voll erwischt. Und irgendwann habe ich dann diese Lavaströme hier gemacht, damit das hier beleuchtet ist. Und wir so halt geschützt sind vor ungebetenen Gästen. So. Und es wurde dann langweilig. Genau, die Abstimmung hat gekippt. Und wir haben ein neues Projekt angefangen. Damals hieß das Projekt noch Marktplatz, heute würde ich es besser Stadt nennen. Und so bauten wir uns ein erstes Gebäude auf einem Lavapool. Ah, ich finde das mit dem Standard-Texture-Pack, das sieht wirklich gut aus. Für das Stück hier habe ich auch noch eine tolle Idee, da bauen wir einen Park hin. Also so einen richtig schönen kleinen Park zwischen Burg und Stadt. Und diesen Lavapool, den schütten wir zu oder machen wir einfach Obsidian raus. So, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie reinkommen. So ein Eingang quer und nicht schlecht. Obwohl, ich glaube, ich habe da eine Idee, wie wir reinkommen. Und das sogar möglichst schnell. Ideen muss man haben. Und so errichteten wir ein Gebäude auf einem Lavapool. Dieses Gebäude ist uns heute wohl bekannt als unsere Schmiede. Mit dem Glasboden, wo man bis auf die Lava gucken kann. Ich finde immer noch, das haben wir schön gemacht. Kurz darauf errichteten wir eine Schmiede, eine Mine. Denn wir brauchten auch hier unseren Cobblestone. Eigentlich das allererste Gebäude war, allererste hier war glaube ich der Pool hier, hier der Brunnen. In der Mitte. Damit hat alles eher angefangen. Ne, auf jeden Fall errichteten wir dann eine Mine. Das ist diese schöne hier. Damals noch etwas primitiver ausgerichtet. Eingerichtet. Und haben dann auch gleich hier unseren ersten Zombie-Spawner gefunden. Ein Höhepunkt in der Minenkunde, die wir hier hatten. So, hier. Da ist er. Unser Zombie-Spawner von damals. Ach ja, schöne Sache. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie wir hier angefangen haben. Heute holen wir hier unseren Cobblestone her und es ist groß. Richtig groß. Und wir sind immer noch... wartet mal kurz. So, wir sind immer noch circa, ich sag mal, 1.5, 1.6. Langsam kamen immer mehr Gebäude dazu, wie unser Pilzhändler, unser eigenes Häuschen, unseren Bahnhof, den wir sofort gebaut hatten, als wir... die Schienen powern konnten. Ne, das ist jetzt schon 1.9. Ne, doch, 1.9 kamen die Netherwarzen. Oder doch noch 1.8, ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall wurde langsam die ganze Stadt gebaut. Irgendwann... irgendwann kam dann das zweite Viertel dazu.
wo wir unsere Ställe anlegten, unsere Bücherei, unser Wohnhaus, unsere Händler. Eins nach dem anderen wurde fertig gebaut. So. Dann fingen wir natürlich an, Minen zu bauen, um unsere Stadt zu ermöglichen. Unsere erste Mine war etwas abgelegen. Ich hoffe, ich finde sie jetzt noch. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Hä? Das verwundert mich jetzt. Was auch noch interessant zu sagen ist, wisst ihr noch, wie dieses Nether-Portal entstanden ist? Wir waren das erste Mal in der Hölle, kamen raus und es war dunkel. Tiefste Nacht, ich wusste nicht, wo ich war. Und wisst ihr noch, was ich gemacht habe mit dem Feuerzeug? Ich wollte ein kleines Feuer machen, damit ihr was seht. Und habe dieses ganze Tal hier abgefackelt. So, und das Tal ist uns dann richtig schön abgefackelt. Und mich schreiben gerade immer mehr Leute in Skype an, das ist ätzend. Aber um einen muss ich mich kümmern. Naja, egal. So, unsere erste Mine. Jetzt muss ich nachdenken. Hier war auf jeden Fall, hier drunter läuft unsere... Na, toll. Ganz toll. So. Dann ist zumindest dieses Geräusch nicht da. Ne, auf jeden Fall. Wir haben uns hier unten durchgegraben. Meinten dann irgendwann... Ich glaube, da hatten wir eine... Oh, nee, das ist nicht die... Doch, das ist die Geschichte. Nein, das ist... Das ist so eine ätzende Geschichte. Boah, ich könnte jetzt noch schreien, wenn ich daran denke. Aber wisst ihr noch? Wir haben mit dem Bau dieses Basislagers hier angefangen, was hier um die Ecke steht. Hinter dem Mineneingang, Bahneingang hier. Und das Basislager befand sich auf einer Schlucht. Hier, die Schlucht sieht man vielleicht noch. Ich glaube, ich habe da ein bisschen umgebaut, aber man sollte es noch erkennen. Hier, da ging es richtig steil runter. Ich baue ein bisschen was am Boden. Zack, rutsch von der Snake-Taste, Pam, tot, zusammen mit Diamanten, Eisenkohle, voll im Inventar. Boah, ich hab mich so zu Tode geärgert. Aber jetzt muss ich nachdenken, wie müssen wir gehen, um zur ersten Mine zu kommen? So, die Bahn fährt da lang, das heißt Richtung Tür, das heißt in die Richtung da. Da, Richtung Wasser. So, die Tür mache ich mal zu. So. Hat schon aufgehört zu regnen. Ah ne, wir sind wahrscheinlich jetzt hier gerade in so einem... Ich finde es schade, dass man nicht Töne direkt generell irgendwie... geregelt ausschalten kann. Ne, auf jeden Fall unsere erste Mine war ungefähr, ich glaube, hier vorne irgendwo. Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall richtig. Jetzt führt unsere Bahnstrecke zu unserem 1-Punkt-Dingensgebiet dadurch. Das war auch ein Abenteuer. Damals war ich noch total unerfahren, was Minen angeht und überhaupt Monsterkämpfe. Ich habe Monsterkämpfe sowas von verachtet. Und ich glaube, genauso sah das auch aus, als wir uns da durch diese Mine gekämpft haben. Ziemlich noobig von meiner Seite aus. Ja, hier irgendwo, oder? Leck. Ah, schade. Na, wie gesagt, wenn wir sie nicht finden, ist auch nicht schade. Irgendwo gab es hier auf jeden Fall eine tolle... Nee, hier nicht.
Eine tolle Mine, wo wir drin waren. War das das hier? Ja, guck mal, da stehen doch auch Fackeln hier, da ist Licht. Ja, unsere Kiste. Die Vanilla... What the fuck? Mal ganz ehrlich. Wenn wir jetzt schon hier einmal sind... Nehmen wir das ganze Zeug mit. Oh, ich weiß noch, wie wir hier um die Ecken uns gekämpft haben, weil von allen Seiten wirklich die Monster kamen. Und wie wir am Ende 3 Folgen lang im Kreis gelaufen sind, weil ich nicht mehr rausgefunden habe. Und ich will jetzt gar nicht zu weit reinrennen. Das war hier wirklich unsere erste große Höhlenexpedition. Und heute läuft hier irgendwo die Bahn durch. Ich glaube, das ist... Hier vorne irgendwo müsste das sein. Hier eigentlich. Oh, hier, der große Raum. Boah, auch so ein Ärgernis. Wie wir das hier zugebaut haben, wollten uns dann hier so vorbeischleichen. Da hinten sind wir krepiert dann. Und dann war ich so sauer, dass wir hier auf Peaceful einfach alle Rohstoffe rausgeplündert haben. Keine Heldentat, ich weiß, aber... Es war schon toll. Also es war wirklich lustig. So. Hier, hier läuft die Bahn durch. Das ist jetzt toll, denn so kommen wir zum fast aktuellen Geschehen unserer aktuellen Mine. Ich glaube, wir laufen jetzt allerdings in die falsche Richtung. Aber das ist auch egal, oder? Nein, nein, jetzt lassen wir jetzt die Mine, lassen wir weg, da rennen wir jetzt nicht hin. Weil im Endeffekt so viel Spannendes gab es jetzt auch da nicht zu sehen, außer noch eine große Höhle. Da haben wir dann wirklich, das war jetzt dann eine 1.8er Höhle. Sprich mit Mineshaft und Schluchten und allen drum und dran. Und wir haben da unendlich Rohstoffe gefunden. Das war echt episch. Und mit meinen, ich sag mal, 30 Minuten komme ich nie und nimmer hin. So, und ich glaube, wir rennen jetzt doch in die falsche Richtung. Hier hinter... Nein, hier nicht. Schade, ich dachte, hier wäre der erste Aufgang, den wir gemacht haben. So, ich kann ja sprinten hier. Ich muss ja jetzt nicht hier rumtrödeln. Wie bei einer irgendwas anderem. Ja, die Strecke ist schon recht lang. Die haben wir alles handgebuddelt hier mit Schienen ausgelegt, die wir zum größten Teil im Mineshaft gefunden haben. Und ich meine, ich könnte mal den Sound wieder etwas lauter stellen. Und das war doch auch... Also es war schon ein Erlebnis, wo wir da rauskamen dann. Und warum bin ich jetzt eigentlich in den Mineshaft, in unseren Minenschacht hier gegangen? Ganz einfach, weil ich da oben in dieser Höhle wahrscheinlich eh nie wieder rausgefunden hätte. Achso, Redstone. Ich habe mich schon gewundert, warum die Fackel kein Licht gibt. So, hier ist unser Endbahnhof momentan. Irgendwo muss ja ein Schneebiom sein. Also es geht gar nicht ohne, oder? Obwohl hier stört es mich herzlich wenig, muss ich sagen. So, hier war dann unsere Riesenschlucht, die wir gefunden haben. Hier dieses Monsterding. Und haben auch schnell da drin 2 Freunde gefunden. Mal gucken, ob man sie noch hören kann. Ja, unsere Freunde. Die Höhlenkühe. Na, wo seid ihr denn, Freunde? Ups. Da sind sie. Unsere beiden Freunde, dessen Namen ich inzwischen vergessen habe. Berthold und Bathilda waren es, glaube ich, oder? Ja, müsst du hinkommen. Ne, auf jeden Fall... Die haben wir hier halt auch gefunden und die sind uns in den Höhlen nachgelaufen. Huch. Auf Peaceful? Erstaunlich. So, wir haben uns hier ein kleines Basislager angelegt und diese Höhlen, die führen jetzt so tief rein, das kann ich gar nicht alles jetzt in einer halben Stunde zeigen. Da bräuchte ich 10 Stunden, um das fortzuführen.
So, dann laufen wir jetzt mal durch den Schnee zurück. Das haben wir auch schon einmal getan. Aber es hat sich doch, ich sag mal, jetzt wenn ich sage, es hat, wir haben nichts verpasst in dieser Folge, kann ich jetzt auch schon wieder eigentlich negieren, denn immerhin auch schon wieder. Ich habe langsam das Gefühl... Kies? Wo kommt der denn? Den habe ich noch nie gesehen. Ich habe langsam das Gefühl, wir spielen hier gar nicht auf Peaceful. Bei den ganzen Knochen und so. Nee, jedenfalls... Ja, bei so einer Vorführfolge ist mir das jetzt auch relativ egal. Jetzt ist es nochmal ein Stück dunkler als sonst. Ah, hier ist es schön. Da vorne fängt gleich wieder... Hier ist Wüste, da vorne ist Schnee. Also eigentlich müsste man diesen Biomcode nochmal neu erzeugen und sich angucken, wie die Welt jetzt aussieht. So. Wir laufen auf jeden Fall hier in die richtige Richtung. Ich kenne die Strecke ja noch von damals. Jetzt müssten wir bald auch wieder an unserer Höhle vorbeikommen. So, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Ja, und das ist quasi jetzt schon fast alles, was wir in ein Jahr Minecraft gemacht haben. Jetzt gibt es noch unsere unser Sumpflager, wo wir Lehm geholt haben. Auf dem Weg haben wir uns auch 10.000 Mal verlaufen. Wie wir uns immer verlaufen. Dann unser Ausflug ins Schneebiom. Hätte ich gewusst, dass zwei Versionen später überhaupt hier überall Schnee liegt, wäre ich nicht so weit gewandert. Hätte ich mir das nämlich gespart. Aber was soll's, jetzt ist es nun mal geschehen und... Was soll's. Jedenfalls, ich werde dann in der nächsten Folge auch nochmal erzählen, dass wir hier... jede Menge Zeug abgegriffen haben, also aus unserer alten Mine geholt haben. Und wir werden das ganze Werkzeug natürlich auch verballern. Wir müssen übrigens, ich glaube irgendwann, jetzt habe ich mich doch verlaufen. Ach komm, noch nicht im Let's Show die Welt hier auch noch verlaufen. Nee, das kann doch jetzt nicht sein. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal schräg über diesen Hügel drüber und dann hat sich der Rest schon von allein geklärt. Was habe ich gerade noch gesagt? Ich kenne den Weg. Jedenfalls, ich hoffe, vielen hat dieses kleine Intermezzo hier gefallen, dass wir nochmal unsere alten Pfade abgewandert sind, nicht alle natürlich. Wir könnten jetzt noch Voltilam besuchen, der ist immer noch in den... Ach, guckt mal, davon ist doch unsere Mine hier, oder? Das immer noch in einer Höhle sitzt und auf uns wartet. Wir haben versprochen, es irgendwann abzuholen und kam nie wieder. Erstmal wäre es jetzt schön, selbst wiederzukommen. Dann gibt es natürlich auch noch die vielen Stellen, wo wir explodiert sind. Aber wenn ich die alle zeigen müsste, dann bräuchte ich wirklich ein Jahr, um die ganzen Stellen zusammenzufassen. Denn eins ist gewiss, wo Iroh ist, da sind auch Creeper. Das ist so... Das Entscheidende eines Iroh-Let's Plays, die Creeper sind immer und überall. Und Sand gibt es hier noch genug zu holen. Wollte ich nur mal so anmerken. So. Dann haben wir uns irgendwann noch den Wald hinter unserem Lager angelegt. Oder hinter unserer Stadt. Um dort quasi so eine Art Zierwerk zu haben. Haben uns ein Baumhaus auf einem Baum gebaut. Und ich finde, es war ein erfolgreiches Jahr. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Es war immer eine super Stimmung in der Stadt. Und ich fände es super, wenn wir das Ganze jetzt noch ein Jahr machen. Und wer weiß, was uns da alles passiert. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir müssen auf jeden Fall einen Dschungel suchen. Wir müssen Dschungelkatzen zähmen und sie als Hausmiezen nach Hause bringen. Hunde haben wir auch keine in der Stadt. Wir haben noch viel vor uns.
aber auch schon viel hinter uns. So, und da ich jetzt wieder in Sicherheit bin, damit endet das kleine, die kleine Wanderung hier. Und ich verabschiede mich, bis es dann in der nächsten Folge wieder richtig losgeht mit brandaktuellen Folgen vom Minecraft Let's Play. Bis dann, tschüss.